Okay, ich muss da einen kleinen Cut machen, weil ich da was machen musste. Das ist das blaue Haus. Ich habe langsam bemerkt, dass... Moment mal. Ich kann da auch Musik hören. Kommen sie von da drüben? Ah. Ey, dieses Grammophon ist auch bei diesen Typen dort zu Hause. Hey, so hört sich der Ton des Erfolgs an. Okay, dann habe ich beide Töne, also zurück zu Iggy. Also was ich bemerkte bei meinen Abonnenten, die Zahl schwankt jedes Mal zwischen 542 und 139, immer in diesem Zeitraum. Manche abonnieren mich, danach deabonnieren sie mich, dann abonnieren sie mich wieder, dann deabonnieren sie mich. Ich weiß nicht, was mit den Leuten ab ist, die sollen sich irgendwie entscheiden, ob sie jetzt meine Videos angucken wollen oder nicht. Das ist ja eure Entscheidung. Ich mache hier einfach die Videos zum Spaß. Wenn ihr die mögt, dann ist es gut. Wenn nicht, dann ist eure Sache. Hier, ich habe deine Töne gesammelt. Cool, Mann, echt cool. Lass mal's hören. Wow, die sind total coole Villen, Mann. Okay. Okay. Geschafft. Wow, ein Meisterwerk. Ich glaube, dass diese Nummer ist schon wieder was zu cool, Mann. Ahaha, du hast mir das Leben gerettet, Mann. Hier ist deine Belohnung. Hey! Danke, hat dir auch schon mal jemand gesagt, dass du ziemlich einzigartig bist? Noch nie, Mann. Naja, ich drehe ein bisschen ab, wenn diese Wellen reinrollen. Aber von dir geben gute Vibes ab. Immerhin hast du diese abgefahrenen Töne gesammelt. Hey, weißt du, ich glaube, du hast vielleicht verborgene Talent, Mann. Ich muss zugeben, es sieht aus, als ob das Spaß machen würde, Musik zu machen. Fett, das zeige ich dir einfach mal, wie man oberhammer coole Musik komponiert. Du kannst von allen Horngräsern und Grammophonen in der Welt Töne sammeln, um Musik zu kreieren. Und der Audio in der Asmodeus-Kabine kannst du Musik komponieren und sie dir anhören. Sprich mit Iggy, nachdem du viele Musik komponiert hast, vielleicht hat er etwas für dich. So funktioniert das also. Ziemlich fett, was? Ja, ich glaube, ich werde es mal ausprobieren. Besuch mich mal wieder, wenn du Musik komponiert hast. Ich bin gespannt auf deine Wellen, Mann. Okay, kein Problem. Alles klar, ich kann einfach die Wellen spüren, die von deiner Seele kommen, Mann. Boah, Wellen? Was ist los? Ich freue mich drauf, deine Komposition zu hören, Mann. Ich hoffe nur, ich werde nicht so wie er, wenn ich Musik komponiere. Egal, er ist wie Mozart oder Beethoven, die sind alle einzigartig. Ja. Okay, dann haben wir das auch erklärt. Ich habe schon fünf Parts, das ist gerade der sechste. Hast du noch irgendwelche Andenken für mich? Ich habe kurz ein neues Produkt. Ah. Ich habe also keine neuen Produkte, also ich habe alles bisher von ihm. Okay, Quest gibt es auch nicht mehr, also kann ich wieder zurückgehen. Und dann kann ich mit der Story weitermachen. Aber erstmal will ich euch die Kabine zeigen. Zurück zu Asmodeus, ja. Kabine. Audio. Musik komponieren. Wir haben jetzt 200 Musikpunkte. Da können wir Mensch der vier Pfoten. Musik komponieren. Okay. Musik hören. Okay, das ist das. Kino. Anfang. Nein. Ich will weg. Ruhiger Schlaf. Oh. Da kann man sich alle Cutscenes angucken. Album. Wie läuft's? Okay. Da konnte man noch was machen in der Kabine. Okay, da kann man momentan nichts machen. Nächstes Ziel. Spinon. Gehen. Kapitel 2. Kurvas Überfall. Und so sieht Spinon aus. Kanalstadt Spinon. Heftiges Schiff. Ist das nicht das Flaggschiff der Kurvas? Die Golden Raw? Raw? Was machen denn da Admiral und ein Kriegsschiff der Kurvas hier?
Jetzt sag bitte nicht, dass sie nach uns suchen. Was, nur um uns wegen der Hindenburg-Aktion bei Heim zu zahlen? So wichtig sind wir auch wieder nicht, aber wir sollten sie im Auge behalten. Okay. Wow, Leo, was? Das ist Bruno. Bruno? Er hat die Kobas gegründet. Er ist der Gildenmaster. Der alte Knacker ist also Bruno. Dann wird es wegen seines Besuchs das ganze Trara hier veranstaltet. Dann hat nichts mit uns zu tun. Los, lass uns in die Stadt gehen. Hm, dieses Hündchen hat uns beobachtet. Sie will meinen roten Schwein. Hm. Dicker Mann. Gute Beschreibung. Unter diesem Schrein liegt das Totem von Schwinon. Okay. Hier ist der Zutritt verboten. Verschwinde. Wir halten Wache. Stell besser nichts an. Schon gar nicht direkt vor dem Meister Brunos Nase. Und du? Wir halten Wache. Stell dich besser nichts an. Ja. Und du kleines Mädchen. Boah, ich dachte, für eine Mumie kommt nicht mal raus. Kluges Mädchen, ja. Ich mag mir gerne alles andere sehen, was fliegt und herkommt, um einen Stopp einzulegen. Okay. Du kleiner Balk. Wie viel sie findest du das nicht? Schnipsel von Foto. Okay, hab. Okay, das habe ich dann auch. Ich glaube, für das Treffen mit L bist du noch zu früh dran. In der Stadt gibt es eine Kürzmöglichkeit für die Zeit mit Arbeiten überbrücken. Ach. Boah, wieso müssen die immer so laut reden? Womit habe ich die Ehre verdient, dass die Kurvas mein bescheidenes Städtchen besuchen? Also gut, kommen wir direkt zur Sache. Wir möchten, dass sie unseren Kristallsteins Schlüssel leihen. Ich verstehe leider, aber ich habe noch nie von so einem Objekt gehört. Mhm. Es stimmt also, dass sie lügen können, ohne eine Miene zu verziehen. Genug, Marvel. Wir sind nur hergekommen, um guten Tag zu sagen. Vielleicht fällt ihnen bis zu unserem nächsten Treffen wieder ein, wovon wir sprechen. Ansonsten wird es für uns alle eine sehr schwierige Situation. Entschuldigen Sie uns bitte. Diese Verbrecher haben es auf meinen Großvater Schlüssel abgesehen. Ich muss was unternehmen. Emily, wolltest du was Bestimmtes, Kleines? Ich bin gerade etwas im Stress. Nein, alles okay, Großvater. Was wollen Sie denn nur die Kurs mit den Kristallsteinschlüssel? Und was wird mit der Stadt passieren, was ich Ihnen nicht hergebe? Nanu? Der Schlüssel, er ist verschwunden. Wer könnte ihn gestohlen haben? Doch nicht etwa Emily? Doch. Okay, da ist die Questbörse. Okay, und was sagst du? Cooler Team. Geh bis in der Stadt, dann kannst du über die ganze Stadt blicken. Sieht wunderschön aus, sie spielen uns ganz stolz. Okay, glaube ich dir mal. Oh. Okay. Fröhlicher Team. Und diese Aussicht von hier ist fantastisch, oder? Das ist nur ein... Das ist echt ein geiler Ausblick. Okay, rein mit uns und... Fröhliche Frau. Willkommen in Spiel und der Stadt der fließenden Wassers. Wassers. Direkter Team. Mann, der Kuchen aus dem Café ist der beste. Kann ich auch einen Kuchen nehmen? Ich will Kuchen. Anscheinend geben sie mir keinen Kuchen. Okay, und du? Dicke Frau. Ich liebe es, Rati zu hören, wenn es mich mit den murmelnden Wasser der Kanäle vermischt. Yeah, wir fahren ein bisschen Gondel. Ich bin jetzt nur hergekommen, um das hier zu nehmen. Den Ton. Ja, ich weiß. Und zwei... Yeah, okay. Wächter? Ehrlich gesagt, ist es ziemlich leicht, diese Schleuse zu bewachen. Ich habe nichts zu tun, überhaupt nichts. Was mir ist so langweilig. So. Versucht einen anderen Job, wenn der so langweilig ist.
diese Stadt ist einfach geil. Später gibt es noch andere Städte, die sehen auch richtig heftig aus. Und ich habe nachgeguckt, ich bin bisher der erste Let's Player, der dieses Spiel spielt. Hallöchen, was kann ich für heute dich tun? Passt ja perfekt, gut, der verlorene Schatz. Bitte mir eine. Ja, okay. Ja. Mann, mir eine Nase läuft. Ach, okay. Moment mal, 5 Ringe? Hier sehe ich jetzt erst, wie niedrig der Lohn ist. Danke, dass du den Job übernimmst, Red. Nein, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe mich geirrt. Bitte entscheide dich nicht um. Ein kleiner Junge hat diesen Job im Auftrag gegeben. Naja, es ist eigentlich nicht meine Art, einen Rückzieher zu machen. Der Klient wartet im Café, das sich hinter hier weiter hinten befindet. Sein Name ist Frito. Er ist das gleiche Café, in dem wir auch Elch treffen sollen. Bitte nicht zeigen. Das ist wie bei Pokémon, alle sehen gleich aus. Okay, wir sehen uns gleich mal wieder. Ach ja, was ich kurz anmerken wollte. Wenn ihr euch wundert, warum ich am 12. März, also das ist heute, genau gesagt, den ersten Part von Solar de Robo hochgeladen habe, ist, ich habe Kindermats recorded, fertig. Ich habe das Spiel komplett durch und jetzt muss ich eigentlich das nur hochladen und danach bin ich auch damit fertig. Ich habe dafür insgesamt 43 Parts gebraucht. Bin halt gut. Oh. Hey Kleiner, bist du Frito? Ja, das bin ich. Bist du ein Jäger? Ja, sag ruhig, red zu mir. Was hast du denn verloren? Also einen Schlüssel, aber er gehört nicht mir. Wem gehört der Schlüssel dann? Er gehört einer Freundin von mir, sie heißt Emily. Man hat ihn ihr gestohlen. Er wurde gestohlen? Von wem denn? Von einer Streumaus. Sie leben in der Kanalisation. Das hört sich ganz schön kompliziert an. Als erstes müssen wir einen Weg in die Kanalisation finden. Ich weiß einen Weg. Hey, du bist ja schon, da bist du ja schon. Du bist ganz schön spät dran. Wo hast du gesteckt? Ich habe versucht rauszukriegen, was die Kovas hier machen. Die Keller hatten sich das Amulett beschafft und es auf diesem Schiff transportiert. Meinst du die Hindenburg? Das war ein Kovas-Schiff? Ja, und hier führen sie auch irgendwas im Schilde. Wenn es möglich wäre, möchte ich gerne deine Hilfe beanspruchen. Hast du eine Entscheidung wegen des Vertrags getroffen, den ich dir vorgeschlagen habe? Der Vertrag, ja, ich übernehme die Sache. Danke, dann kümmern wir uns sofort um die Kovas. Nein, warte, es gibt noch etwas, das ich vorher erledigen muss. Was? Aber wir haben keine Zeit für sowas und zu verlieren. Die Kovas sind auf der Suche nach einem Schlüssel. Wir müssen ihn vor ihnen finden. Und ich muss auch einen Schlüssel finden. Einen Schlüssel? Hey Kleiner, du sagtest doch, dass der Schlüssel Emily gehören würde. Und wer ist diese Emily genau? Emilys Großvater ist ein sehr wichtiger Mann. Er ist der Bürgermeister von Spinon. Vielleicht suchen wir alle das Gleiche. Was für ein Zufall. Gut, lasst uns diesen Schlüssel suchen. Im Hafen gibt es einen möglichen Eingang zur Kanalisation in der Nähe des Asmodeus. Okay, lass uns zum Hafen zurückgehen. Okay. Okay, ist das der Weg? Boah, ey, es redet nicht so laut da draußen. Bitte seid ruhig, bitte, bitte. Wie ist es da unten, Red? Man kann zwar reingehen, aber er sieht tief aus. Ihr bleibt besser hier. Okay, dann treffen wir uns später im Café wieder. Hol den Schlüssel zurück, Red. Was für ein Ton ist das für ein kleiner Wichser? Hol den Schlüssel zurück, Red. Wo ist es bitte? Es ist offen, Schokolade. Ich verlasse mich auf deine Navigation. Solar de Robo, Red der Hunter. Alter, Viadukt Spinon. Ich hasse es, wenn eure kleinen Kinder so respektlos miteinander, also mit mir reden. Also hier im Spiel und im Realleben. Sowas kann ich nicht ab. Wenn ich schon ein bestimmtes Alter erreicht habe, würde ich auch dafür irgendwie Respekt haben und nicht irgendwie von kleinen Wichsgeburten irgendwie, ja, mach mal das oder irgendwie irgendwas machen. Okay. Oh, Wasser, mein Roboter kann nicht schwimmen. Bin ich in einer Sackgasse gelandet? Aber du kannst.
Nein. Okay. Und drehen. Okay. So. Okay, was bist du für ein Viech? Hab ich dich, du dreckige Maus. Schaff das so eine Maus sein? Hast du den Schlüssel? Glaubst du wirklich, dass du den Schlüssel so schnell finden wirst bei deinem Glück? Was hat mich da gerade angegriffen? Das sah aus wie Scheiße auf dem Boden. Alles gegen die Wand. Egal, die Grünen werden mich dafür hassen, aber egal. Okay, hier gibt es auch komische Fische. Wo sind die? Hier gibt es eigentlich komische Fische. Ah, da seid ihr. Ich habe das jetzt nur wegen der Kiste hier gemacht. Diese EP-Kristalle kann man immer gebrauchen. Okay, schnell schwimmen. Und ich habe es geschafft. Zum Glück habe ich das Spiel bis zur Hälfte. Okay, eigentlich schon durchgezockt. Fast durchgezockt. Die zweite Hälfte habe ich nicht mehr durchgezockt, weil mein Emulator abgespackt ist und die Datei irgendwie gelöscht hat hier. Ist tragisch, aber naja. Okay, dann haben wir das auch. Geld. Anpassen. Wie viel von den komischen blauen Pinkistern habe ich eigentlich? 10 Stück. Erweitern. Erweitern. Es bringt also, das alles zu sammeln. Sehen wir mal die Reaktion, wie das neue Produkt auf euch ankommt. Vielleicht ist es sowas wie nur so mal 11. 2000 oder 12.000 Klicks. Brett! Direkt vor dir. Eine rote Maus. Die Maus aller.